Berlin. Die Stadt zieht Besucher an. Ein Jahreswachstum von mehr als 11% bei den Übernachtungen, das ist ein Spitzenwert weltweit. Berlin steht nach London und Paris auf Platz 3 der meistbesuchten europäischen Großstädte. Die Besucher kommen aus der ganzen Welt. Berlin, ein Tag. Ich bin Japanerin. Ich komme aus Australien und bleibe 6 Nächte in Berlin, also 7 Tage. Wir sind aus Frankreich, aus Haute-Savoie, nahe der Schweizer Grenze. Wir bleiben 3 Tage hier. Abenteuer Großstadt. Der Scube Park mit seinen 30 Holzquadern bietet Berlin-Touristen eine Variante, ganz anders als in den anderen über 600 Hotels zu wohnen. 9 Quadratmeter zum Übernachten. Dazu Duschen und Küche in einem Haupthaus sind ab 39 Euro zu haben. Alfredo Mendes aus Barcelona ist glücklich über seine Wahl. Die Lage ist perfekt, wirklich perfekt. Es sind nur 15 Minuten bis zur City. Dennoch ist es hier wirklich ruhig, einfach toll. Sightseeing, flanieren, einkaufen. Möglichst nach eigener Lust, Zeit und Laune. Es ist diese Kombination, die Städtereisen so beliebt macht. Der 33-jährige Alfredo Mendes gehört zu jenen 42% Berlin-Besuchern, die jünger als 40 sind. Die meisten ausländischen Touristen kommen aus Großbritannien. Spanien steht auf Platz 6. Berlin ist unglaublich groß und multikulturell. Es gibt hier so viel zu entdecken. Ich denke, wer herkommt, sollte mindestens 5 Tage oder eine Woche hier bleiben. Vor allem junge Menschen reizt es, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Auf seinem Streifzug entdeckt Alfredo Mendes den Flohmarkt im Stadtteil Friedrichshain. Berlin ist einer der Orte, wo man 24 Stunden lang etwas erleben kann. Und das von Montag bis Sonntag. Hier wird es einem nie langweilig. Fast die Hälfte aller ausländischen Touristen kommt mindestens einmal wieder. Die Stadt verändert sich ständig und schnell. Und manchmal schießt sie mit ihren Ambitionen auch über das Ziel hinaus. Der Streit über die Zukunft des Mauerkunstwerks Eastside Gallery hat sich weltweit schnell herumgesprochen. Jeder weiß um die Bedeutung der Berliner Mauer. Jeder kennt sie. Ich denke, sie sollte hier für immer bleiben, nicht verändert oder auch nur teilweise abgebaut werden. Sie ist ein Teil der Geschichte. Sie gehört einfach zu Berlin. Mit 92% steht der Restaurantbesuch an der Spitze dessen, was Touristen in Berlin unternehmen, noch weit vor Sehenswürdigkeiten besuchen. Doch oft sind die Restaurants selbst schon eine Sehenswürdigkeit. Jetzt sind wir im Unikat, für mich einer der besten Plätze. Vor allem mag ich diese Dekoration sehr. Der Abend endet für Alfredo Mendes wieder im Scube Park. Einmal in der Woche findet hier das sogenannte Campfire statt. Noch ist Vorsaison und es gibt freie Plätze. Doch spätestens ab April sollte vorbestellen, wer als Berlin-Tourist im Holzquader schlafen möchte.